Was bisher geschah? Bei Dragon Quest Builders The Unknown Island. Nach einem kurzen Abstecher auf die atemberaubende Kampfinsel, bei der wir frech das steinerne Abbild einer Heiligen entwendet haben, war die Zeit nun endlich gekommen, etwas Großes zu schaffen. Drum betraten wir das Tal hinter dem Felsmassiv und begannen mit dem Bau eines gigantischen Festungswalls. Wir türmten Erde und entfernten sie, bevor wir weiter türmten. Und zwar mit Erde. Unsere Vorstellungen manifestierten sich allmählich auf dem Boden und so schufen wir die ersten Grundrisse für unser zukünftiges Städtchen jenseits des Walls. Was passiert hier nur schon wieder, meine lieben Freunde? Ich wollte euch doch gerade hier ganz herzlich begrüßen. Und da suchen die schon wieder hier zu meinen Füßen nach irgendeinem Schnickler. Ich weiß auch nicht. Was ist denn mit den Leuten hier in unserer Basis los? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin doch der Geilste. Jetzt gehen sie. Jetzt, der eine geht, der andere kommt. Wunderbar. Ich wollte euch jedenfalls hier ganz herzlich zu... Du Mistgeburt. Jetzt hau doch mal ab. Ich wollte Hallo sagen. So, das war mein Anliegen. Es geht weiter hier bei einer weiteren Folge von Dragon Quest. Yo, im Freebuild-Modus auf der unbekannten Insel Terra Incognita sozusagen. Hier und ihr seht es. Ein wunderprächtig schöner sonniger Tag ist angebrochen und begrüßt uns nun mit einem Sonnenkusse hier. Wir verhungern gerade. Ich esse mal ganz kurz zwei Laiber Brot, wie ich das jeden Morgen zum Frühstück mache. Ausgewogen muss man sich ernähren, damit man überhaupt fit durch den Tag kommt. Da esse ich immer jeden Tag zwei fette Laiber Roggenbrot, ja? Schief mir einfach so rein und dann fühle ich mich fit. Und da sehen wir schon, da hinten, guckt euch das mal an. Das ist ein neuer. Richtiger Baumstamm, so ein Muskelprotz, ja? So ein Krafttanker, so ein Pumper. Der trinkt 15 Eiweißshakes am Tag und isst zwei Packungen Eier. Und er sagt jetzt Hallo und wir dürfen ihn begrüßen und er geht. Wortlos. Die anderen haben wenigstens noch mit mir gesprochen, aber er ignoriert mich und geht. So bin ich es ja gewohnt. In der Realität auch, ja. Guck mal, der schöne Morgen endet auch schon. Endet auch schon mit dieser Begrüßung. Was ist denn das? Wie fängt denn das schon an? Ja? Die Begrüßung, die war irgendwie nicht so... Das, was ich erwartet habe. Ich dachte, mal ein bisschen Herzlichkeit mir entgegenstrecken, ja? Und dann, guck, da weint der Himmel. Da weint der Himmel über uns. Egal, ich gehe jetzt nochmal. Ah, nein! Ich mag euch gern. Ich will nicht. Ich will mit denen nicht. Guck mal, der hier. Was denkt er denn? Ruf mich bitte. Start da in der Ecke, ja? Guck da an der Wand. Wo sind wir hier? Bei Blair Witch Project am Ende? Wo der Olle sagt, da im Keller an der Wand. Hart oder wie? Ich. Komm, zurück. So. Hallo. Wir wollten was bauen. Aber bevor wir das machen, habe ich noch ein paar Anliegen. Guck mal, jetzt haben wir so einen suppigen, ekligen Grütztag. Aber ich werde jetzt mal die Gemüter erhellen. Und dazu suche ich mir mal ein anderes Gebäude, ein etwas anderes Etablissement hier aus, um mal die Atmosphäre ein bisschen schöner zu gestalten. Weil hier in diesem Siff-Wetter möchte ich da nicht auf solche freudig schönen Themen zurückgreifen. Da gehe ich lieber mal hier irgendwo... Das ist auch unser Spa, unser Spa-Hotel. Das trifft sich doch ganz gut. Wir haben auch lange kein Haus mehr bewertet. Wir müssen mal wirklich hier mal was wieder anmieten. Hinten nicht. Da müssen wir aber auch nochmal hier die Steine aktivieren, dass die mal wieder wechseln. Oder ein paar neue aufstellen. Und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt eine Sache kurz hier besprechen. Dafür gehe ich mal hoch. Hier rein? Oder wohin? Ich weiß auch nicht, wo ich hier hin will. Nur irgendwo, wo es nicht so hässlich ist. Auf Sach, ja. Hier ist es genauso hässlich. Aber hier haben wir eine Badewanne.
Dann lege ich mich mal ganz um den Badewanne. So. Ja, genau das wollte ich. Ich hatte eigentlich gedacht, das mache ich im Rahmen eines Gebäudes, was ich hier aufbauen lasse, also aus dem Internet raussauge und hier wieder auf den Boden kotze sozusagen. Und zwar wollte ich eigentlich ein Kunstmuseum erstellen, wo ich gelegentlich Kunstwerke von euch ausstellen kann. Jetzt fragt ihr euch, wie Kunstwerke von euch? Wir schaffen auch keine Kunstwerke. Doch! In der Tat! Einer von euch hat's getan und er hat hier so eine Art, ich mache in Anführungsstrichen, Fanart. Das Wort Fan passt jetzt in dem Zusammenhang nicht. Friendship Art, nennen wir das mal. Und zwar der gute Ankaffee-User. Ich bewege mal die Kamera, dass es nicht so starr und langweilig ist, sondern ein bisschen Dynamik reinkommt. Der hat mir geschrieben, und zwar auf Twitter, ja, als Dankeschön für meine Videos. Man sieht ja, wie viel Fleiß du da reinsteckst, hat er geschrieben. Gruß, der gute Ankaffee-User aus YouTube. Der hat ein Bild. Der Achim! Guck mal, Achim ist auch ganz wissbegierig. Der will gleich gucken. Entweder will er das Bild sehen oder er will mich nackt sehen. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie gerade... Es ist komisch. Jedenfalls, Ankaffee-User hat ein Bild geschickt und das wollte ich jetzt hier an dieser Stelle auch mal präsentieren, weil ich es einfach toll finde. Und der Fleiß muss auch mal in gewisser Weise gewürdigt werden, indem ich das hier auch mal zeige. Und deshalb, da habt ihr was zu sehen. Guckt euch das mal an. Da hat er mich hier in feinster Dragon Quest Manie dargestellt und ich finde doch, das ist doch ein Applaus wert, ja? Also alle miteinander mal hier klatschen. Oh yeah, ganz toll, das ist super. Ich finde, komm hier. Nochmal, wie man so in der Schule und in der Uni macht, hier auf den Tisch rumklopfen. Ganz tolle Sache. Also ich bin begeistert und das freut mich. Ich habe den Hintergrund nochmal so ein bisschen, weil das so schön noch in den Hintergrund gesetzt ist und da muss ich sagen, ganz toll. Also liebe Leute, wenn ihr hier irgendwas zeichnet habt oder irgendwas ausstellen wollt, irgendwas loswerden wollt, irgendwelche Illustrationen oder so, könnt ihr die ruhig an mich richten. Und jetzt hält mir Achim seinen Schwanz hier vor das Gesicht. Ist auch nicht... Moment, ich muss mal ganz... Das wird mir hier zu verfänglich. Ich gehe mal ganz kurz woanders hin. Hier, zack. Aufs Sofa. Das ist, glaube ich, schon viel besser. Also, wenn ihr mal irgendwas habt, irgendwelche Artworks, also die hier vielleicht auch kontextmäßig zu Dragon Quest passen, könnt ihr mir die zuschicken über alle sämtlichen Social Media Kanäle, die ihr dort draußen kennt, ob es jetzt Facebook ist, YouTube, Nachricht oder ja, am besten Twitter oder sowas, Instagram, Snapchat, könnt ihr mich überall erreichen. Meine Daten findet ihr auf meinem Channel und ja, da könnt ihr mir folgen. Bald, das verkündige ich jetzt auch nochmal in diesem Zusammenhang, kommt auch noch eine Homepage, hoffentlich von mir, ja. Und da gibt's dann auch immer die neuesten News und den ganzen Kram. Da ist alles kompakt drauf. Da führe ich auch einen Blog wahrscheinlich. Da wird's Infos geben. Da kann man sich gar nicht dran satt essen. Das verspreche ich jetzt hier ganz heilig. Und wollte mich an der Stelle nochmal an den guten Ankaffee-User widmen. Danke, vielen Dank, schön und hat mich gefreut. Wirklich. So, das war das. Und der nächste Aspekt, der nun aufgegriffen wird, wäre ein wichtiger, wir wollten ja was bauen, ja, wir haben, das Spiel, das dreht sich ja um dieses Gebaue, heißt ja auch Bilders, ja, das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier lang, der Turm muss auch noch weiter, da kümmere ich mich noch drum, aber ich muss jetzt erstmal gucken, was wir überhaupt in der letzten Folge fabriziert haben, denn die letzte Folge liegt für mich wieder 2 Wochen oder so in der Vergangenheit zurück, was daran liegt, dass einfach Final Fantasy 15 erschienen ist und ich einfach fernab dessen selten anderen Spielen Aufmerksamkeit schenken konnte. Jedenfalls, bevor Final Fantasy 15 erschien, haben wir hier angefangen, eine Mauer zu bauen. Und wir haben auch ganz schön was geschafft. Die Mauer ist zwar wirklich noch nicht so fertig, ja, aber da waren wir auch noch gar nicht, in Anspruch hatten wir auch noch gar nicht gestellt, dass wir das fertig bauen. Wir brauchen dafür ja auch noch weitere, wir sehen das hier, wir haben Erde, haben wir, aber wir brauchen noch Materialien, um die Mauer dann umzuwandeln. Haben wir jetzt nicht gemacht mit den Materialien, die wir haben, weil es dann ein bisschen zu simpel wäre, wenn wir alles jetzt mit dem dem Stein hier auskleiden würden. Würde dann einfach zu monoton aussehen. Und wir hassen ja Monotonie. Monotonie ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Aber macht ja jetzt auch nichts. Wir wollten ja hier jetzt mal weiterbauen und dann hier eine Kneipe errichten. Denn in der Kneipe können wir dann auch mit unseren Companeros, mit unseren Bewohnern vielleicht mal das ein oder andere Kneipengespräch anzetteln bei einem Gläschen Bier oder einem flotten Whisky oder einem Gin Tonic, je nachdem, was ihr favorisiert. Und da können wir hier, wir sind gerade, guck mal, der Typ, der hat sich auch gedacht, ja, hier, gar nicht mal so schlecht, was der baut.
der Kamerad. Da kann der sucht sich wahrscheinlich jetzt schon das Haus aus. Der misst hier gleich mit so einem Maßband und guckt, wo die meisten Quadratmeter drin zu kriegen sind. Und ich sehe das schon. Durch seinen Helm. Das sind ein paar zwielichte Blicke, die der mir hier entgegenwirft. Jedenfalls, egal. Jetzt, kann das wahr sein, dass es jetzt schon wieder Nacht wird? Ich mag es kaum fassen. Egal, wir wollten hier jetzt unser Dorf noch ein bisschen weiterbauen. Und ihr seht das, das ist eigentlich eine Schnellbauweise. Aber wir brauchen schon mal so den Grundriss, die Struktur. Und später wird dann hoffentlich das, was wir hier errichten, auch schön mit Leben gefüllt. Sodass wir nicht hier einsam, alleine, in einem riesengroßen Dorf dahin vegetieren, wartend, dass unser Leben endet und der Tod uns in seine eisig kalten Arme aufnimmt. Das wollen wir nicht. Also Sterben ist so, ist ein Tabuwort überhaupt. Auch hier bei... Was mache ich denn hier? Ich habe es gleich echt nicht anders verdient zu sterben, wenn ich hier so einen Mist mache. Aber ich muss mal ganz kurz hier, ne? Richtig schön gezielt die Wände hochziehen. So, und keine Ahnung, es gibt... keine Ahnung, sag ich vor allem. Keine Sorge, wollte ich sagen. Keine Sorge, es gibt auch bald wieder ein ganz tolles Dragon Quest. Mamichishiki, das geht ja weiter. Ah, also das Wissensformat mit dem total unnützen Kackwissen kommt bald wieder auf Serie. Ja, ich muss mir neues Wissen raussuchen. Das war noch nicht so nachgiebig, ergiebig hier rausgesucht alles. Aber da kommt noch was, keine Sorge. Ihr sorgt euch gar nicht drum, ne? Ah, wusste ich doch. Jedenfalls, nein, da kommt noch was. Aber ich wollte erstmal jetzt hier so ein bisschen noch weiter an dem Dorf rumwerkeln, damit wir einfach auch was schaffen. Nicht nur quatschen, sondern auch mal hier Taten sprechen lassen. Das ist wichtig. So, wo sollte die Kneipe eigentlich entstehen? Hier, ne? Da haben wir das auch extra so schön groß gemacht. Und da soll dann hier tatsächlich eine Bar entstehen. Und ich würde sagen, ich baue dieses Gebäude hier noch hin. Und dann kümmern wir uns auch um die Bar. Denn hier, würde ich sagen, machen wir dann auch so wie so einen kleinen Platz. Am besten mit einem schönen Steinboden, Pflasterstein, damit nachts, wenn die Leute sich hier besaufen und es dann zur Schlägerei kommt, dass die hier draußen dann richtig geil fighten können und dann ihre Gesichter gegenseitig auf den Pflasterstein rauf, so richtig rauf datschen können, schlagen sich rauf an eine Pflasterkante und das will ich sehen. Also hier gibt es dann wahrscheinlich auch später richtig krasse Bitchfights zwischen den Bewohnern. Und da sind wir dann hoffentlich dabei, denn das gibt hier wahrscheinlich auch im Rahmen dieses Let's Plays ganz tolle Einschaltquoten. Und wie gesagt, wenn das friedfertige Menschen sind, dann schüren wir halt Hass und provozieren Kämpfe. Ja? Zu viel versprochen? Ich hoffe nicht. So, jedenfalls müssen wir hier nochmal ganz kurz das wegmachen. Und das mag jetzt auch wie ein Mammutprojekt aussehen, dass ich hier jetzt ein Dorf hinbaue. Ist es auch. In der Tat ist es tatsächlich ein groß angelegtes Projekt, das wir vor allem mit unseren Werkzeugen jetzt nicht großartig weiterführen können. Da muss ich mal ganz kurz hier noch einen Hammer. Noch einen Hammer hier erschmieden. Aber ich glaube, wir haben ja hier die Werkbänke hingezaubert gehabt, oder nicht? Doch. Haben wir. Da! Oh, oh, jawohl. Hier, ne? Da. Hol mal einen Hammer raus. Ich brauche den Bilderhammer übrigens. Kann mir mal jemand kurz einen Bilderhammer hier vorbeischicken? Dann wäre das doch alles viel leichter. Dann geht er nicht so schnell kaputt. Wir können schneller Sachen abbauen. Na gut, jetzt versuchen wir so lange noch hier mitzumachen. Und ihr seht, es ist stets die japanische Version. Ich habe mich noch nicht großartig erkundigt gehabt, wie es denn jetzt ist mit der westlichen. Ob ich da denn dann eure Gebäude auch transferieren kann. Ach, vielleicht gibt es irgendwann das Spiel noch im Angebot, so für ein paar Euro hinterhergeworfen. Dann mache ich das, ja. Dann hole ich mir das einfach. Und dann, wenn es dann nicht klappt, dann ist es auch nicht so tragisch. Jetzt jedenfalls bleiben wir noch in der japanischen Version. Aber mittlerweile müsst ihr euch damit bestimmt auch angefreundet haben. Von daher, sei es verkraftbar. Sei es alles so. Und, ja. Gut. Hier, stimmt, da brauchten wir, glaube ich, noch mehr von dem Stein. Hatten wir nicht mehr? Hatten wir nicht mehr, ne? Mal sortieren. Der Stein war das noch nicht. Ich habe hier so viel Müll in meiner Tasche. So viel Schrott, den man nicht... Also, wofür brauche ich denn Rechen? Oder Schleim? Da kann ich irgendwas höchstens einölen und was flutschig machen. Aber was will ich hier jetzt irgendwo im Regen flutschig machen? Fällt mir nichts ein. Kann ich lange denken. Fällt mir nichts ein, was ich flutschig machen wollen würde.
Das ist der falsche Stein, oder? Ja, da die haben hier unten so eine Kanne. Die brauche ich. Jedenfalls muss das ja hier dann weitergeführt werden, damit hier rechts an der Mauer dann noch ein klein wenig Durchgangsverkehr herrschen kann. Jedenfalls, so. Reißen wir das noch ein bisschen ab und es wird schön. Und dieses schöne Wetter wird gleich auch von der tollen Musik angekündigt. So. Ach, und wenn man das lange nicht später spielt und dann diese Musik hört, dann fühlt man sich doch auch wieder irgendwie wie zu Hause, ja? Wie angekommen. Wie als wäre man lange auf Reisen gewesen. Und jetzt öffnet man seine Haustür, riecht den Duft seiner Heimat und lässt sich von Mama in die Arme schließen. Dieses Gefühl vermittelt mir dieses Spiel. Und nein, das Spiel ist nicht meine Mutter. Auch wenn es mich manchmal genauso behandelt. Wenn zum Beispiel Trolle mich angreifen, alles kaputt machen. Nein, das ist nicht der Fall. Nein, Quatsch. Was denkt ihr denn jetzt von mir? Nein, alles Friede, Freude, Eierkuchen. So, jedenfalls, darum geht's auch nicht. Ich bin hier mal kurz weiter. Diese paar Gebäude bauen, dann richten wir da die Kneipe ein. Das sollte ja Hauptanliegen überhaupt sein. Das war auch der Grund, warum wir da angefangen haben zu bauen. Und in der letzten Folge so eine ultra lange Baufolge gemacht haben. So. Nein, das wollte ich gar nicht machen. Was ich machen wollte, ist hier das zu Ende. So, zack, zack. So, das Gebäude sollten wir hier vielleicht nicht verbinden. Aber es kann eigentlich ein großer Gebäudekomplex sein. Der dann in der Mitte irgendwie zusammengeht und dann wie so eine Doppelhaushälfte. Kann ich mir das auch vorstellen. Ja, das ist doch, denke ich mal, machbar. Deshalb ziehen wir das hier hoch. Ganz seicht und sachte. Und ganz ehrlich, ich gucke fast jeden Tag online nach und warte drauf, dass Square Enix jetzt endlich mal sagt, hier, ey, zweiter Teil ist in Mache. Oder geplant zumindest, ja. Ich brauche jetzt endlich mal eine offizielle Verlautbarung diesbezüglich. Jetzt, just zu diesem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist das noch nicht der Fall gewesen. Vielleicht ist das anders, während ihr das jetzt guckt. Ich weiß ja nicht, wann ihr das jetzt guckt. Vielleicht guckt ihr jetzt die Folge im Jahre 2025. Dann ist vielleicht auch schon Teil 65 draußen. Aber jetzt, gerade just in diesem Augenblick, gibt es noch keine Infos zu einem Nachfolger. Was ich zum Beispiel sehr schade finde, weil der eigentlich eine Erscheinungspflicht hat. Ich finde, dieses Spiel hat eine Fortsetzung verdient, in jeglicher Hinsicht. Vor allem im Hinblick auf einen möglichen Multiplayer-Modus. Und das habe ich ja, glaube ich, auch in meinem Review zu dem Spiel, glaube ich, mal angedeutet gehabt, dass das Potenzial dafür ja gegeben ist. Allerdings nicht genutzt wurde jetzt in dem Teil leider. Es gibt zwar hier dieses ein Online-Feature. Ich mag das mal immer so ein bisschen als Schein-Multiplayer bezeichnen. Also, dass man halt mit Leuten Sachen austauschen kann. Aber jeder, der jetzt den Begriff Multiplayer hört, der denkt doch nicht dran, dass man hier Gebäude austauscht und sich die Sachen anguckt. Der will mit einer anderen Person, ob er sie kennt oder nicht, parallel spielen können. Ich denke, da spreche ich einem jeden dort draußen aus dem Herzen. Und das ist zumindest meine feste Meinung und Überzeugung, dass das überhaupt Multiplayer ausmacht. Ja? Mehr Spieler. Der Begriff sagt es ja letztendlich. Ich will parallel mit jemandem spielen. Ob im kooperativen Modus oder im Versus-Modus gegen jemanden. Ist mir eigentlich vollkommen Wumpe. Beides wäre cool. Beides wäre für dieses Spiel eigentlich perfekt. Ja, also wie ich es auch in meinem Review-Video gesagt habe, man könnte so schön gemeinsam eine Stadt errichten oder gemeinsam dabei helfen, Quests zu erfüllen, gegnerische Dungeons erkunden. Man könnte es aber auch ganz genau andersrum machen, dass man gegeneinander agiert. Jeder baut eine Festung für sich. Sagen wir mal, es gibt den Modus hier Festung Siege, also dass man eine Festung einreißt, dann kriegt jeder Spieler 30 Minuten Zeit, so viel zu bauen, wie es geht. Waffen und alles, dann muss er natürlich Ressourcen sammeln. Ja, vielleicht 30 Minuten ein bisschen zu wenig dafür. Ein bisschen länger. Und nach der Zeit oder sowas, dann können sie aufeinander losgehen. Oder auch währenddessen halt. Dass es darum geht, eine große Festung aufzubauen und sich gegenseitig zu töten. Klingt ein bisschen harsch, dass man nicht gegenseitig töten soll, aber ist halt so. Wenn man sich schon im realen Leben nicht gegenseitig töten darf, dann wenigstens hier im Spiel, oder?
Nee, auf jeden Fall, das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Das Spiel ist dafür wirklich, bildet die perfekte Basis. Und die Basis sollte genutzt werden. Ja, das ist ein Nährboden, der vor sich hin vegetiert, wo man aber schön mal Setzlinge drauf platzieren könnte. Also, liebe Entwickler, ich weiß genau, ihr guckt dieses Let's Play gerade. Hört mich an, baut das und die Welt wird euch lieben. Die Welt wird euch lieben. So, das war meine Ansage hier im Hinblick auf den Multiplayer-Modus. Ich weiß nicht, einige von euch haben die Meinung auch schon zum Multiplayer kundgetan in der Kommentarleiste. All die anderen sind jetzt hier ganz herzlich aufgefordert, das auch zu tun. Moment, hier gehe ich lieber nicht weiter. Weil da der Wall ja weiter nach hier geführt wird. Also da bleibe ich tatsächlich auf der Höhe hier. Dann war das eigentlich Murks, was ich gebaut habe. Egal. Jedenfalls würde mich das mal interessieren, was ihr dazu sagt. Multiplayer-Modus zu diesem Spiel. Ist doch cool, oder? Wenn da hier Multiplayer-Modus wäre, wäre doch das mehr als gut. So, also das ist mein Wunsch an einen zweiten Teil. Sonst, wünsche ich mir sonst noch was für eine Fortsetzung? Schwer zu sagen. Ich finde, das Spiel hat fast alles gut gemacht. Ja, nicht nur gut, sondern sehr gut. Wie gesagt, der Multiplayer-Modus ist so ein bisschen schade. Ich hätte mir auch letztendlich vielleicht noch ein bisschen mehr Open World gewünscht. Ne, es ist, klar, diese Aufteilung mit Chapter macht das alles irgendwie zu einem episodenhaften Spielvergnügen. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man die ganze Welt immer parallel bereisen könnte. Also, dass man immer die Möglichkeit hätte, von einem Ort, den man gebaut hat, zum anderen zu reisen. Das wäre letztendlich für mich noch so ein Besserungsvorschlag gewesen. Ich finde es so nicht schlecht. Hat auch seinen Reiz, weil man dann immer wieder neu anfangen kann, immer wieder ein neues Abenteuer sozusagen erleben kann. Aber ab und zu habe ich mir schon so gewünscht, ja komm hier, so im letzten Chapter zum Beispiel, wäre doch mal schön, jetzt nochmal nach Melkit zurückzureisen, nochmal zu gucken, was da so abgeht. Aber wie gesagt, das geht ja leider nicht. Da muss man schon den Stand von einem anderen Chapter laden. Fand ich ein bisschen schade, aber wie gesagt, das ist Randkritik, die eigentlich nicht großartig ausgeführt werden muss. So, jetzt habe ich genug geschwafelt, jetzt bricht die Nacht schon wieder ein. Und wir wollen ja auch hier jetzt die Gaststätte errichten. Und ich sehe hier schon wieder, wir kriegen schon wieder Hunger. Und da kam auch aus euren Reihen der Vorschlag, dass wir doch eine heilige Gaststätte bauen. Das ist also dieser Kirchenbau mit den Schlafmöglichkeiten, die uns anscheinend die Möglichkeit hier gibt, dass wir nicht mehr essen müssen im Rahmen dieses Freebuild-Modus, zumindest hier in unserem, hier auf dieser Hauptinsel, was eigentlich gar nicht so schlecht wäre, ne? Wir sind zwar ganz gut bedient hier mit unseren Broten, von denen wir ganz viele Leiber in unserer Tasche haben, aber es wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier tatsächlich noch ein wenig mehr bauen müssen und uns nicht immer da oben auf die Brotanzeige konzentrieren müssten. Jedenfalls, hier soll eine Gaststätte entstehen. Und die entsteht dadurch, dass wir erstmal Wände hochziehen. Und welche nehmen wir da? Ich würde sagen, die hier? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, ne? Das ist zwar ein Festungswall, aber ich glaube, der Stein ist so optisch relativ schön. Es gibt ja sonst auch die... Moment mal, ich nutze eine andere Möglichkeit. Es gibt doch auch dieses Fachwerkhausartige. Das fände ich vielleicht sogar noch am besten. Dass man das so ein Mischmasch draus macht. Also ein bisschen Festungswall, wie es jetzt auch hier links das Gebäude ziert. Unser Umkleidegebäude. Das ist ein bisschen sehr groß geworden ist, ja. Und dann noch ein bisschen dieses Fachwerk da reinbauen. Ich frage mich nur gerade, wie wir das herstellen. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Haben wir dafür überhaupt den Bauplan jetzt gesammelt? Da, ja genau, das wollte ich. Aber da brauchen wir wieder Steine für. Ergo, wir können auf ganz große Steinjagd gehen. Bevor wir hier großartig uns ans Einrichten machen. Ein Barcounter. Den können wir aus Holz machen. Das ist doch schon mal ganz gut. Und Holz müssen wir hier tatsächlich noch ein paar Bäume fällen. Haben wir nicht. Wir haben doch eben gerade einen Baum abgerissen, ey. Kann das denn wahr sein? Wir haben noch gerade einen Baum gefällt. Was ist denn hier los? Warum kann ich das nicht machen? Ist anderes Holz, ne? Okay, gut. Schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall Steine noch mehr. Das ist die große Mangelware hier in diesem Spiel. Ich habe mir tatsächlich
längere Zeit überlegt gehabt, ob ich das nicht offscreen mache. Ob ich euch da nicht wirklich erspare, diese ganze Steinsammelei. Aber letztendlich gehört es ja wirklich dazu, ne? Es ist ein Teil des Spiels, dass wir Steine sammeln. Und wir können's ja eigentlich machen. Und wenn ich mich recht entsinne, war doch hier noch eine Steinwüste. War das hinter diesem Portal hier? Wo wir auch noch einen Tempel drum bauen wollten? Ich glaube, ja. Wenn wir da keine mehr finden, dann müssen wir nochmal die Inseln resetten, sodass da die Ressourcen wieder aufsammelbar sind. Guck mal, hier haben wir ganz läppisch das Holz einmal liegen lassen. Ich fäll einfach mal die Bäume. Wir können ja jederzeit einen Wald wieder entstehen lassen, indem wir hier einfach die Setzlinge dann abrupfen und da dann mit unserem Wunderdünger rangehen. Aber wie gesagt, das können wir immer wieder machen. Machen wir auch auf jeden Fall, dass es hier so ein bisschen üppiger bewachsen ist. Und hier zauber ich mal zack die Du auf die andere Seite. Ich hätte mir natürlich jetzt Unterstützung von unseren Kameraden holen können. Die wir auch noch nicht benannt haben. Da kam ja auch der Vorschlag, ich glaube es war auch Anker für User, dass wir die Namen der Zuschauer gleichzeitig hier nutzen. Wäre auch eine Option. Wir können ja die Neuankömmlinge mal damit konfrontieren mit der Idee und mal fragen, was sie davon halten. Und wenn das auch auf deren Verständnis trifft, dann machen wir es natürlich. Ich will jetzt nichts gegen deren Willen machen. Um Himmels Willen, das würde ich mir gar nicht anmaßen. Ich bestimme doch nicht über andere Leute leben. Das würde mir nicht im Traum einfallen. Ne, jeder ist sein eigener Herr. Und das soll auch so bleiben. Hier war das, ne? Hätten wir tatsächlich mal eher resetten sollen, weil hier kriegen wir wirklich unendlich viel Stein. Da hinten auch noch, oh, die Kiste, das ist ja wundervoll. So. Das sieht ziemlich abgesteint aus. Nicht abgegrast, abgesteint sieht das aus. Schade. Also da habe ich mir jetzt gedacht, dass wir ein paar mehr finden. Hier aber im Wasser. Da sind noch ein paar Fragmente, die wir gleich jetzt nochmal mitnehmen. Und vielleicht reicht das dann ja auch aus, um ein bisschen Fachwerk zu schaffen. Und ich hoffe, es gibt diese Fachwerk-Baustruktur auch als Bauset, sodass ich da nicht gleich wieder alles abreißen muss. Das wäre ja sehr ärgerlich. Wäre letztendlich jetzt auch nicht mehr so schlimm, weil es kein riesengroßer Bau wäre, aber letztendlich wäre es schöner, wenn man das einfach mal zack so direkt umwandeln könnte. Das war's schon? Keine weiteren Steine. Was ist da oben eigentlich? Da hat schon mal jemand versucht zu bauen. Ach du meine Güte. Hier ist was. Da steht hier was. Hier ist eine kleine Quest. Ha! Das ist doch schön. Also, von innen aus sind nach der Reihe, nach einem bestimmten Prinzip, hat sich die Form verändert. Der vierte wird wohl welche Form annehmen? Der vierte, wer ist der vierte? Hier. Das ist Tetris, Tetris-Stein oder was? Wir haben hier drei sichtbare Formen auf diesen Blöcken. Und wir müssen jetzt anscheinend das hier nachempfinden. Dafür brauchen wir aber erstmal Stroh. Haben wir den Strohboden? Ne, wir haben nicht mal nicht mal einen Strohhalm, oder? Oder sehe ich es einmal? Ich sehe es wahrscheinlich wieder nicht. Ne, wir müssen, glaube ich, ein bisschen den Stroh wickeln. Da müssen wir erstmal hier durchschalten, was denn überhaupt. Das ist ja das gleiche wie das, nur verschoben. Die passen wahrscheinlich ineinander irgendwie, ne? Man muss sie dann so umdrehen und aufeinander setzen. Eigentlich, wir brauchen Strohblöcke und vier an der Zahl, würde ich sagen. Weil die alle aus vier Blöcken bestehen. Machen wir. Wir wissen auf jeden Fall jetzt gerade zumindest noch, dass es hier die Möglichkeit gibt, dass wir hier dann mit Stroh großartig eine Quest erledigen können. Aber wie gesagt, wir brauchen Stroh. Aber bevor wir Stroh brauchen, machen wir nochmal Steine. Und da hinten sehe ich noch ein paar Steinchen. Die nehmen wir mit. Und dann resetten wir das nächste Mal diese Insel, damit wir hier schön noch mehr abernten können.
Denn das ist ja mehr als spärlich. Da hat sich der Ausritt hier ja gar nicht gelohnt. Da hinten noch was. Ja! Kein Problem, kann ich gleich töten, das Viech. Kriegen wir da was für? Ach nee, das ist das Teil. Ich dachte, der Golem. Nee, dagegen kämpfe ich nicht. Da brauche ich noch ein bisschen was. Wobei, da kriegen wir bestimmt eine Frucht des Lebensbaumes, wenn wir das Teil erledigen. Aber da brauchen wir ja noch besseres Equipment, weil so... Ah! Finde ich doch nur den Tod hier. Nee, lässt er sich so einfach nicht gefallen. Da watscht er mich hier ab und schickt mich hier dahin, wo der Pfeffer wächst. Da wollen wir uns also jetzt noch nicht mit beschäftigen, machen wir später. Aber ihr seht es, hier sind Steine. Und die brauchen wir auf jeden Fall noch. Also Taschen vollstopfen. Und eine schöne Ausbeute hier mitnehmen. So. Jawoll. Genau das wollte ich. Und jetzt gucken wir mal hier oben nochmal. Aha. Was ist denn das hier für ein seltsamer Boden? Das sieht doch schon nach irgendeiner Konstruktion aus, nach irgendeinem Dungeon. Können wir auch nicht mitnehmen. Ist das ein Hinweis, dass hier irgendwo was ist? Womöglich sogar. Also ist schon interessant. Also ich denke, hier sind so einige Geheimnisse noch versteckt, die von uns gelüftet werden wollen. Nehmen wir mal hier ein paar Kristalle noch mit. Ha! Oh, der Hase ist aber ganz schön aggressiv hier. Oh, die Gegner sind insgesamt ein bisschen geladen. Kann das sein? Jedenfalls haben wir jetzt nochmal schön ein bisschen was hier eingesammelt. Und da hinten? Aha. Eine Unterführung führt uns hier in ein Schneegebiet. Sagt mal, haben wir eigentlich noch Chimärenflügel? Ja, 3 Stück, weil ich mir echt schon Gedanken mache, wie wir überhaupt sonst zurückkommen sollten. Ich steck die mal ein. Dann gucken wir da hinten auch nochmal im Schneegebiet. Und ernten unterwegs dann noch ein bisschen. Hier waren wir ja schon mal. Da haben wir ja einen Rückzieher gemacht. Weil wir Angst hatten. Doch diesmal bin ich mutig. Esse ich noch ein paar Kräuter. Und er kill hiervon noch mal ein paar. Ha! Ah! Wir sind auch einfach noch nicht stark, ne? Ah! Halt noch mal schön die Nivea auftragen. Wartet mal! Oh, Alter. Gute Güte, wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Energie, um uns hier überhaupt einigermaßen über Wasser halten zu können. Ey, hört immer auf, mit euren Bällen hier zu werfen. Das ist ja schon belästigend. Aber es kann nicht schaden, Gegner zu töten. Wir können zwar kein Level aufsteigen, aber wir kriegen Gegenstände. Wie Lumpen und sowas. Und wer will nicht gerne Lumpen haben? Und Cremes. Lumpen und Cremes. Wo sind wir hier? Bei Uschi Glas zu Hause oder was? Boah, cool hier. Ein Rüstungsfragment. Das ist schön. Ha! Kannst mich hauen, wie du willst. Macht mir gar nichts. Creme ich nochmal schnell ein. Boah, ist aber echt ein krasses Gegneraufgebot. Und jetzt Vorsicht walten lassen, denn hier werden wir bespeit. So, und hier werden wir gleich ins Schneeareal überschweifen. Mal gucken, ob wir da vielleicht auch noch was Schönes finden. Vor allem hier Gold. Oh, Gold. Schnee und Gold. Jawohl, Gold brauchen wir nämlich auch. Und wie wir das brauchen. Ah, herrlich. Die Aggression will ich mal ganz schön unterdrücken. Von diesem Kuttenträger. Jetzt wird wieder so arg dunkel. Habe ich gar nicht gern. Hammer raus. Und ich ruf mal hier auch noch ein paar Bäume weg. Denn die können wir auch letztendlich bei uns noch pflanzen.
Wir haben zwar kein Schneegebiet bei uns, aber ich finde eigentlich so Pinien auch so relativ gemütlich. Könnt ihr mir fast schon besser vorstellen, sowas bei uns am Dorf anzupflanzen. Hat so irgendwie was von so mittelalterlichen, tiefen englischen Wäldern. Ja, so ein schöner Pinienwald. Oder so ein kanadischer Wald, so mit Douglas-Fichten und sowas. Das wäre doch cool. Das vors Dorf hauen. Das machen wir. So, nehmen wir ein paar Blümchen mit. Für unseren neuen Kameraden. Dicken Blumenstrauß. So, und jetzt natürlich die Sachen. Und hier tanzen sie ihren Hexensabbat. Die blauen Flammenkreaturen. Und ich sehe schon, da ist doch was. Da ist doch was. Da haben wir doch. Da ist... Ein schönes Zuhause. Können wir doch gleich mal Buhu machen, oder? Warum kann ich hier nicht schlafen? Ist hier irgendwo ein Loch noch? Oder gilt das... Nee, wahrscheinlich gilt das nicht als Feuerstelle. Nein, sitzen will ich nicht. Ich will mal ganz kurz hier... was Brennbares montieren. Haben wir denn... Wir haben keine Fackel dabei, ehrlich jetzt. Oder eine Lampe oder sowas. Nicht? Echt nicht? Gar nicht? Null? Nada, niente? Gar nichts, wir haben nichts. Schade! Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir so halt wieder weiter. Die Nacht endet ja auch eh irgendwann. Und das schaffen wir. Aber bevor wir hier abhauen, nehmen wir noch ein bisschen Gold mit. Denn davon scheint es ja echt was zu geben. Hammer ist zerbrochen. Aber wir haben ja noch einen. Hm. Ha! Geil. Wir sind ja voll die Bonzen bald, ey. So viel Gold, wie wir jetzt haben. Kranker Shit, Alter. Wir können alles kaufen. Wir können uns alles kaufen, was wir wollen. Sklaven, alles. Kein Wunsch wird mehr offen bleiben. Geht das hier mit einer Bombe sprengen? Ich glaube, ne? Ach so, eine Bombe, du liegst, Geist. Ha! Hat ihm anscheinend nichts gemacht. Sterben Geister nicht von Bomben? Wir haben hier neu. Oh Gott, wir haben ja jemanden aggressiv gemacht da unten. So. Bisschen Draki-Butter. Auch voll eklig eigentlich, dass wir aus Drakis Butter machen. Nicht ganz geil, aber... So ist das nun mal hier. In der Welt eines Selbstversorgers. Da werden wirklich die Gegner, da wird alles von verarbeitet. Ja, den Draki, die werden nicht nur die Fühler rausgerissen, ja. Und die Fühler, da machen wir dann Stäbchen draus oder irgendwie sowas. Und die Butter, ja, die wird aus seinen Falten die Butter rausgerissen und rausgerieben. Das ist eigentlich widerlich. Die schmieren wir uns dann aufs Brot, oder wie? Irgendwie nicht schön, die Vorstellung. Aber es geht ums Überleben. Und das ist nicht immer so schön. So. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, Steine sind hier aber auch sehr rar gesät. So wie das scheint. Moment mal. Richtig geiles Baguette gerade von Subway geholt. Schön belegt. Mit ganz viel Rahmkäse. Ganz viel so richtig, das ist so richtig rahmig. Und leckeren Kreuzkümmel. Obenrauf. Gestreut. Mein Genuss. Was, hier, was ist denn das? Das sieht aber jetzt gruselig aus. Da sind ganz viele... Skeletter! Da erscheint hier auf einmal eine tiefe, dichte Eis- und Schneeschicht. Hä, und was ist das hier? Ach, das ist eine Höhle. Und zwar was für eine Höhle? Guckt euch das mal an. Da wären wir glatt zu Krösus hier. Also Ressourcen, meine Güte, da kriegen wir alles. Und zwar in Hülle und Fülle. Und wenn wir die Gelegenheit haben, dann nutzen wir sie und reißen hier einfach mal ganz viel Gold aus dem Boden. Huch, jetzt haben wir anscheinend einen kleinen Durchbruch hier. Zum Meere hin.
Ich glaube, hier lohnt es sich fast schon mehr, mit den Bomben dann zu farmen. Aber wir haben nur noch eine. Die möchte ich mir lieber aufheben. Okay. Das soll auch erstmal reichen. Sonst haben wir hier unsere komplette große Lagerkiste mit Gold gefüllt. Und dann wird ja irgendwann auch das Gold selbst zu einer Plage. Zumal wir sind hier allein auf einer Insel. Ist Gold auch nicht mehr so viel wert, ja? Ist eigentlich fast genauso viel wert wie so ein Erdblock. Gibt ja eh niemand, der mir das in bares Geld umwandelt. Zumal wir ja nicht mal eine Währung haben. Aber hier, guckt euch das mal an. Hier können wir wirklich alles kriegen. Geil. Nicht schlecht. Also hier werden wir auf jeden Fall nochmal mit ein paar Bomben aufwarten. Und den ganzen Ressourcenring hier aus dem Boden reißen. Den töte ich. Und dann hau ich ab, würde ich sagen. Ab nach Haus. Moment. So, mein Freund. Ah! Nein! Ich wollte ganz dreist direkt vor ihm. Ich dachte so, komm, ich veräpple ihn mal und halt direkt vor ihm meine Feder in den Himmel. Ja. Nein, ich weine nicht. Ich lache eher über mein dummes Verhalten. Aber haben wir jetzt so viel verloren? Eigentlich nicht, oder? Lässt sich verkraften, wir haben eh genug Gold gesammelt. Das ist alles direkt hier in unsere Kiste gewandert. Also kackt drauf, liebe Leute. Und unser Stein ist, glaube ich, auch hier. Ja, komm, 48 Stein. Wir haben unser Ziel erreicht und wir haben sogar noch einen neuen Kameraden, der hier uns direkt begrüßt. Hallo, mein Freund, es ist schön, dass du da bist. Und das war's schon mit dieser Folge. Kurz, knackig, saftig, grün. In der nächsten Folge geht's weiter. Und ach so, ja. Da hat mir ja auch noch jemand geschrieben von euch, dass ich habe ja wieder was Torhaftes getan, etwas Gehirnverbranntes, genau an der Stelle, wo ich hier stehe. Und zwar war das die Diva Zicke. Die hat mir geschrieben, Kurando, du kannst den Stein bei deinem Turm wegmachen, wenn du einfach den anklickst und da bei Einstellung auf runter auf Stein entfernen gehst. Wäre wahrscheinlich das Leichteste gewesen. Ja. Wir haben ihn weggemacht gehabt, ne? Gut, wir haben ihn weggemacht gehabt, aber ist ja auch egal. Jetzt haben wir halt, dadurch ist das Ergebnis, dass wir hier diesen Hochbau haben, den wir dann so vielleicht dann mit einer Treppe trotzdem noch verbinden können. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. So, liebe Leute, das war's für die Folge. In der nächsten Folge bauen wir uns jetzt endlich mal diese Gaststätte und werden dann da hoffentlich irgendwann richtig schön gemütlich abends zusammensitzen. Und ich frage mich, warum gehe ich eigentlich immer zum Ende der Folge hier hin? Das ist der unansehnlichste Ort überhaupt im ganzen Dorf. Ich glaube, ich suche mal einen anderen Ort aus. Der startet immer da, ja? Ist ja furchtbar. Das schon seit zig Folgen. Jeder, der die ersten paar Sekunden immer nur guckt, also nach dem Intro und dem ganzen Gemache, da muss ich auch denken, das ist ja immer das Gleiche. Diesmal beenden wir das anders und wir starten das nächste Mal anders. Und zwar hier. Da. Am Tisch. Damit wir mal ein bisschen andere Farbe hier auf dem Bild projizieren. Da, so starten wir das nächste Mal, liebe Leute. Das war's für die Folge. Es war schön, euch hier an meiner Seite zu wissen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Dragon Quest Builders. Bis dahin, gabt euch wohl. Moment. So. Und auf Wiedersehen.